Begrüße euch in mein Tagesenergie am 28. Juli 2017. Die Energie des Tages ist inneren Gleichgewicht, Harmonie. Das Denken und Fühlen ist in Harmonie und auch das Aktive, Passive oder Männliche und Weibliche ist auch im Gleichgewicht. Diesen inneren Gleichgewicht und diese Harmonie und auch Schutz vermittelt gerade die Tierkreiszeichen Waage. Was die Waagengeborenen eventuell stört und verlieren sie diese inneren Gleichgewicht, weil das bringt aus der Ruhe, wenn Ungerechtigkeit passiert. Aber nicht nur die Waagengeborenen kann passieren, dass sie die inneren Gleichgewicht verlieren dadurch, sondern das kann auch bei Steinbockgeborenen passieren. Unerwartete Ereignisse, Überraschungen oder ein Geschenk oder eine Einladung erwartet die Wiedergeborenen und die Zwillingsgeborenen, besonders im Bereich Liebe, Partnerschaft. Aber unerwartete Ereignisse trifft auch bei Löwengeborenen und auch bei Schützengeborenen. Von etwas befreien, loslassen, verabschieden oder kündigen, von etwas trennen, das ist ein wichtiges Thema bei Steinbockgeborenen, bei Schützengeborenen und auch bei Zwillingsgeborenen, weil das schenkt Leichtigkeit und die können dann endlich aufatmen. Und das war mein Tagesenergie. Wie das wirkt in einzelnen Tierkreiszeichen, das erkläre ich in mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Dendera Susanna Medici.